Herzlich willkommen zum Lo-Fi Morgen Stretching. Wir beginnen am Anfang der Yogamatte. Stell dich ungefähr 2 Fäuste voneinander entfernt auf. Bring deine Hüfte nach vorn, Brust weit nach außen. Zieh die Schultern zurück. Einatmen, zieh die Arme über den Kopf nach oben. Handinnenflächen treffen sich. Ausatmen, fließ einmal durch die Mitte, zentrier dich. Einatmen, Arme nochmal über die Seiten nach oben. Ausatmen, fließe durch die Mitte. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, Arme fließen durch die Mitte. Einatmen, noch einmal ganz lang machen. Ausatmen, rechte Hand greift das linke Ohr und dann press einmal dein linkes Ohr zur Seite, sodass du einen Stretch im Nackenbereich spürst. Wir wechseln die Seite. Ausatmen, löse auf. Greif einmal deinen rechten Ellenbogen mit der linken Hand. Zieh nach unten, sodass die rechte Hand zur Mitte der Wirbelsäule zeigt. Wechseln hier auch die Seite. Halte die Position. Genieß das Öffnen der Schulter. Löse auf und dann fließ einmal mit den Händen zum Brustbereich. Einatmen, mach dich nochmal lang und mit dem Ausatmen komm mit geradem Rücken nach unten. Achtung, der Rücken darf dann rund werden. Wer Blöcke hat, kann sich die Blöcke als Handverlängerung vor die Füße stellen, um zum Boden zu gelangen. Wir beugen und strecken die Beine, der Kopf versucht zwischen die Knie zu kommen. Strecken und beugen abwechselnd. Und mit dem nächsten Strecken halte die Position. Und wandere dann mit deinen Händen zur rechten Seite. Lösen auf, wechseln zur linken Seite. Genieß die Dehnung in den Oberschenkeln. Und dann kommen wieder in die Mitte. Rechtes Bein wandert zurück, linkes Bein folgt in die Planke, halten die Position, setzen dann die Knie ab und mit dem Einatmen zieh deinen Bauchnabel Richtung Decke, Kopf zwischen die Oberarme. Ausatmen, Bauchnabel zieht zur Matte, der Kopf geht hoch, Katze Kuh. Wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, dann kannst du anstatt Katze und Kuh auch gerne deinen Rücken in kreisenden Bewegungen aufwärmen. Rücken geht hoch, zur Seite. Und nach unten und zur Seite. Kopf dreht dabei schön mit. Und wenn du das Ganze in kreisenden Bewegungen machst, dann wechsel auch einmal die Seite. Kreis in die andere Richtung. Genieß die Freiheit, die sich in deiner Wirbelsäule bildet. Und dann zieh dich einmal hoch in den herabschauenden Hund. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, hoch in den herabschauenden Hund. Einatmen, in den Vierfüßler, ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, in den Vierfüßler, ausatmen, komm hoch in den herabschauenden Hund und dann beuge und strecke deine Beine abwechselnd.
Spüre ihr Länge in den Oberschenkeln. Lass deine Schultern ganz weich werden, während du mit den Füßen wanderst, sodass deine Brust immer weiter nach unten sinkt und nah zur Matte kommt. Löse auf, komme wieder in den Vierfüßler. Von hier aus zieh dein rechtes Bein zurück. Löse auf, wir wechseln die Seite, öffnen hierbei die Waden. Einatmen, kommen wieder in die Mitte, ziehen uns zum Boden, jeder auf seine Weise. Hände unter die Schultern oder Ellenbogen unter die Schultern für die Sphinx-Position. Ellenbogen oder Hände sind in einer Linie zu den Schultern. Wir ziehen unseren Oberkörper nach oben. Füße sind mattenweit auseinander. Halte die Position und genieße den ersten großen Bend am Morgen im unteren Rücken. Entspanne ihn, indem du mit deinen Füßen zusammenkommst und den Po einmal auf deine Fersen legst in die Kindsposition. Genieße die Position und dann schieb dich vor in die Planke, wander mit den Füßen vor in die Vorbeuge, beuge deine Beine, einatmen, komm hoch in Tadasana. Achtung, es wird dynamisch. Gleiten mit den Händen durch die Mitte, komm in die Bergposition, einatmen vor, ausatmen, gerade Rücken nach unten, Beine beugen, Beine strecken und Beine beugen, wir wandern in die Planke. Ausatmen, ziehen uns in den herabschauenden Hund. Halten die Position. Kannst hier gerne die Hüfte nach links und nach rechts wippen. Und dann bringen das linke Bein zur Mitte der Matte, rechtes Bein zieht hoch. Ausatmen, zieht nach unten. Einatmen, Bein geht hoch. Ausatmen, runter. Einatmen hoch, beugen das Bein und ziehen es gebeugt nach vorn zwischen die Hände. Ausatmen, strecken das Bein. Einatmen, beugen, kommen vor zwischen die Hände. Ausatmen, nach hinten und strecken. Vor zwischen die Hände und strecken. Vor zwischen die Hände und noch einmal strecken. Legen dann das Bein auf den Boden ab, wechseln die Seite. Linkes Bein gestreckt hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief und noch einmal hoch, beugen das Bein, Fuß kommt Richtung Po, gebeugt kommt das Bein nach vorn zwischen die Hände, gestreckt nach oben, gebeugt nach vorn, gestreckt nach oben, vor zwischen die Hände, und gestreckt nach oben. Noch einmal. Beugen und strecken nach oben. Ausatmen, legen das Bein ab. Treffen uns wieder im herabschauenden Hund. Von hier aus in den Vierfüßler. Entspannen im Kind. Genieß die Position. Und dann komm langsam wieder hoch in den herabschauenden Hund. Befreie deinen Schulterbereich, indem du links und rechts die Schulter immer wieder Richtung Matte presst. Wippe mit den Schultern links und rechts, links und rechts. Genieße die Weite und dann komm auf deine Unterarme von hier aus. Zieh dich hoch in den herabschauenden Hund auf den Unterarmen. Füße mattenweit auseinander, dann wird das Ganze etwas einfacher. Wer ohne Probleme in den herabschauenden Hund kommt, für den ist diese Position wunderbar. Dann entspann wieder in der Kindsposition. Halte. Genieße die Weite in deinen Beinen.
Löse auf, indem du auf deinem Weg in Bauchlage kommst. Füße sind mattenweit auseinander, Hände unter den Schultern. Zieh dich hoch in den heraufschauenden Hund. Halte die Position. Press dann deine kleinen Zehen in die Matte hinein. Und von hier aus zieh dich hoch in den herabschauenden Hund. Füße wandern nach vorn bis zu den Händen. Beug die Beine, wander dann in einem großen Schritt zu den Seiten, Fersen auf einer Linie. Rechtes Bein ist gebeugt, linkes gestreckt. Versuch die Ferse des rechten und linken Beins auf der Matte zu halten. Und dann wander zur anderen Seite. Öffne deine Hüften, deine Leisten. Der halbe Squat. Halte die Position und dann setz dich einmal auf der Matte ab. Beuge nun beide Beine und bring die Füße neben deine Hüften. Versuch auf deinem Weg nach unten zur Matte zu wandern. Die Knie bleiben, wenn möglich, nebeneinander. Wenn das ohne Probleme geht, dann bleib dort liegen. Wenn du oben rumhängst, dann kannst du gerne ein Sofakissen oder ein Bolster unter dir ablegen, sodass du entspannter in dieser Position bist. Hier öffnen wir vor allem den unteren Rücken sowie unsere Faszien der Oberschenkel. Und wir halten die Position. Wander, wenn möglich, noch etwas mit den Knien zueinander. Spüre, was die Position mit deinen Schultern und deinen Hüften macht. Und ganz langsam und vorsichtig auf deinem Weg löse auf. Streck die Beine einmal aus. Tu, was sich jetzt gut anfühlt. Und dann komm in eine Grätsche. Rechter Arm kommt auf den linken Oberschenkel, linker Arm versucht den rechten Fuß zu greifen. Öffnen hier unsere Seiten. Halte die Position. Wechsel die Seite. Und halte die Position. Es kann sein, dass eine Seite leichter geht, das ist ganz normal. Einatme noch einmal zur rechten Seite. Halten. Wir wechseln zur linken Seite und halten. Achtung, es wird dynamisch. Wir wechseln nun von rechts nach links. Rechts nach links. Jeder in seinem Tempo, geh so weit wie möglich. Und dann komm mit dem Bauch zum Oberschenkel. Arme strecken aus, versuchen den Fuß zu greifen. Ausatmen, löse, wechsel die Seite, komm mit dem Bauch zur linken Seite. Und nun in deinem Tempo, in deinem Rhythmus, wechsel von der rechten zur linken Seite. Hetz dich nicht, geh den Weg, die Zeit, die dein Körper will.
dem nächsten Einatmen komm nach oben in die Schmetterlingsposition. Knie sind außen, pressen Richtung Matte, Füße beieinander. Mach's dir bequem in dieser Position, halte deine Füße und dann wipp einmal deine Knie aus. Wir bleiben beim Öffnen der Hüfte, indem wir in den Vierfüßler kommen. Von hier aus schieb deine Knie nach außen in die Froschposition. Knie und Ferse sowie Knie und Hüfte sind in einer Linie. Sollte die Hüftöffnung noch nicht vorhanden sein, dann nimm zwei Blöcke oder Kissen unter deinen Hüftbereich, sodass deine Knie und deine Hüfte in einer Linie sind. Halte die Position und genieße die Weite im Hüftbereich. Spüre, wie die Hüften sich fallen lassen. Anspannung verlässt den Körper und mit jedem Ausatmen sinkst du in die Entspannung hinein. Zum Lösen schüttel deine Füße aus, strecke die Beine, komm nochmal in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, zieh dich nach oben in den herabschauenden Hund. Wellenartig komm in den Vierfüßler und kreise einmal dein Knie aus. Auch hier öffnen wir die Hüfte, wechsel die Richtung. Und dann wechsel die Seite. Mal mit dem Knie große Kreise. Und in die andere Richtung. Löse auf. Bring die Knie zwei Fäuste voneinander entfernt auseinander. Mit dem Einatmen öffne dich zur rechten Seite, ausatmen, Po kommt zur Ferse links. Immer wieder öffne dich nach rechts und nach links. Der entgegengesetzte Arm zieht über die Seite nach oben für das halbe Kamel. Mach das Ganze in deinem Tempo. Genieß die Öffnung in den Seiten. Und dann komm in der Mitte an, klapp deine Füße um für die Squat-Position. Hierbei presst deine Knie nach außen und wipp leicht nach links und rechts. Strecke die Beine und dann beug sie nochmal, wippe im Squat nach links und rechts. Noch einmal strecken und dann mach den Schritt etwas weiter nach außen, komm mit dem Kopf zur rechten Seite. Rechtes Bein bleibt gestreckt, linkes beugt und streckt, beugt und streckt, beugt und streckt. Wechseln in die andere Richtung. Der Oberkörper kommt zum linken Bein und das rechte bleibt gestreckt. Rechts beugt nun, links bleibt gestreckt, der Oberkörper zieht nach links. Rechts beugt und streckt, beugt und streckt. Gleich geschafft. Wander wieder zur Mitte. Bring die Beine auseinander, soweit es geht, und dann setz dich in der Grätsche ab. Wippe die Hüfte vor und zurück, vor und zurück. Und dann wander mit dem Oberkörper ganz entspannt nach vorn. Löse auf, bring deine Beine zusammen und dann entspann dich schon mal. Genieße die letzten Positionen. Leg dich ganz entspannt auf der Matte ab, greif deine Knie, wippe sie nach links und nach rechts, streck dann das linke Bein aus, zieh das rechte Bein zum Körper ran.
Beugt das linke Bein, rechter Fuß kommt über das linke Knie. Zieh am linken Oberschenkel Richtung Körper. Und dann löse, streck das rechte Bein aus, zieh das linke Knie zum Körper ran. Beuge nun das rechte Bein, linker Fuß kommt über den rechten, über das rechte Knie. Zieh den rechten Oberschenkel zum Körper ran. Und dann stell beide Füße nah am Po auf, zieh deine Hüfte hoch, halte mit deinen Daumen wie zwei Stützen am unteren Rücken, presst die Hüfte zur Decke. Löse langsam auf, leg dich dann ganz entspannt ab. Die Füße fallen ganz entspannt nach außen. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Die Schultern sind entspannt. Der Kiefer ist entspannt. Und du bist entspannt und mobil. Danke, dass du diese Morgenroutine mitgemacht hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Tag. Tschüss!